Achtsames Schreiben bedeutet, in einer Grundhaltung der Achtsamkeit zu schreiben. Ganz unabhängig davon, ob wir das Schreiben regelmäßig und professionell betreiben oder lediglich ab und zu und aus reiner Freude am Spiel mit Worten. Es kann den Zugang ermöglichen zum Raum hinter dem rauschenden Wasserfall der Wörter. Dem Raum zwischen den Zeilen, wo die Bedeutung lebt. Dem Raum zwischen den Wörtern, wo die Leerzeichen ihr Nest bauen. Hallo, heute möchte ich euch ein ganz, ganz tolles Buch vorstellen, was mir sehr, sehr, sehr viel gebracht hat und welches ich tatsächlich auch bereits vor einigen Jahren schon einmal gelesen habe, nämlich als es rauskam und ich glaube, das war so um den Dreh 2017, 2018 vielleicht auch noch. Und es handelt sich dabei tatsächlich um ein Buch über das Schreiben, aber auch über die Achtsamkeit. Und das finde ich ganz, ganz toll, dass es da etwas gibt, das die beiden wunderbaren Dinge kombiniert. Das sind zwei Dinge, die ich in meinem Leben auf jeden Fall nie wieder missen möchte. Und ich denke, da draußen geht es einigen genauso. Deswegen reden wir heute über das Buch Achtsames Schreiben von Sandra Miriam Schneider. Und es sieht so aus, wie ihr sehen könnt, wenn ich das Buch zur Seite kippe, habe ich unglaublich viel markiert. Und zu einigen Markierungen sage ich auch heute etwas, damit ihr diese Bandbreite dieses Buches erfahrt. Ihr sollt einfach wissen, was euch alles in diesem wundervollen Buch erwartet und was da alles drin steckt. Denn ich glaube nicht, dass man so viel davon erwarten würde, wenn man es irgendwo im Buchladen liegen sieht. Grundsätzlich geht es in diesem Buch hier darum, ein achtsames Leben zu führen und ein achtsames Schreibleben zu führen. Dabei ist es grundsätzlich auch ganz egal, ob ihr nur Tagebuch schreibt oder ob ihr Morgenseiten schreibt und eure Gefühle irgendwie aufs Papier bringt oder ob ihr tatsächlich professionell schreibt, Romanautoren seid, was auch immer. Für jeden ist dieses Buch geeignet, der in irgendeiner Form Worte zu Papier bringt oder sie zu Papier bringen möchte. Es geht einfach darum, dass man mit Hilfe von Meditation oder Achtsamkeit in einem anderen Kontext das Bestmögliche aus sich herausholen kann und das auf eine sehr entspannte Art und Weise. Das ist etwas, was ich sehr befürworte und natürlich auch für gut heiße und selbst auch praktiziere und mit Hilfe von diesem Buch natürlich umso besser. Es geht natürlich auch darum, wie man in Zeiten einer Schreibblockade oder einer anderen Kreativitätsblockade entspannt und gelassen bleibt und wie man wieder zu seinem Schreibfluss zurückfinden kann. Genauso geht es in diesem Buch auch um einen Punkt, der mir persönlich auch immer sehr wichtig ist, nämlich die individuelle Schreibpersönlichkeit. Jeder Mensch schreibt anders und jeder Mensch hat im Grunde genommen nicht nur die Muttersprache, die er spricht, sondern auch eine, die er schreibt. Etwas, was von ganz, ganz tief innen kommt. Und in diesem Buch wird auch darüber gesprochen, was ich großartig finde. Was ich mitunter am interessantesten an diesem Buch fand, kommt tatsächlich im allerersten Kapitel vor. Und dieses allererste Kapitel nennt sich die 5 Dimensionen des achtsamen Schreibens. Und genau darum geht es auch. Und aus was diese 5 Dimensionen bestehen, die immer wieder in diesem Buch aufgegriffen werden und wichtig sind, sage ich euch jetzt. Die erste Dimension wäre zum Beispiel die Gegenwärtigkeit. Was man darunter versteht, ist, glaube ich, jedem allgemein bekannt. Wer trinkt, soll trinken, wer isst, soll essen und wer schreibt, soll schreiben und sich nicht von all dem drumherum ablenken lassen. Es geht darum, einfach im aktuellen, gegenwärtigen Moment präsent zu sein. Das ist sowieso ein großer Teil, wenn nicht der Kern der Achtsamkeitspraxis und deswegen lernt man natürlich hierüber sehr viel in diesem Buch. Man lernt natürlich auch darüber, dass man den Körper trotz dessen, dass man einfach im Moment schreibt und im Moment lebt, nie außer Acht lassen sollte. Denn der Körper schreibt mit, er lebt mit, er atmet für dich und man sollte natürlich nicht außer Acht lassen, wie es ihm gerade geht, was er braucht und welche Bedürfnisse er gerade in diesem Augenblick hat. Denn wenn es uns beim Schreiben nicht gut geht, werden wir nicht so gut schreiben, wie wir können. Und deswegen ist natürlich die Selbstfürsorge bei der Achtsamkeitspraxis etwas, was unabdingbar ist. Und genauso auch beim achtsamen Schreiben natürlich. Die zweite Dimension ist das Nicht-Bewerten und das ist, glaube ich, etwas, was vielen Menschen von uns sehr, sehr schwer fällt, aber mit diesem Buch können wir das so ein bisschen erlernen, wie es ist, nicht ganz so kritisch mit sich selbst zu sein und einfach das zu tun, wonach einem gerade ist und es anzuerkennen, was man tut und sich nicht immer darauf zu versteifen, dass alles, was man gerade erschafft, ein Meisterwerk sein muss, denn das muss es einfach nicht. Es geht schlichtweg einfach darum, beim Schreiben Spaß zu haben, ja, sich selber ein bisschen auszuleben, sich selbst zu erweitern kreativ und ein bisschen von sich selbst aufs Papier fließen zu lassen von mir aus. Es gibt so viele Gründe, warum die Kunst, die man macht, nicht perfekt sein muss. Viel mehr Gründe, als es für den umgekehrten Fall geben würde, glaube ich.
das Nicht-Bewerten ist somit hier in diesem Buch natürlich auch ein präsenter Punkt, auf den wir immer wieder stoßen werden. Die dritte Dimension wäre Nicht-Identifikation. Es geht nämlich auch natürlich viel darum, dass viele Menschen, die Schriftsteller sind, oft mit dem, was sie schreiben, gleichgesetzt werden. Dabei ist man nicht immer das, was man schreibt. Wenn man schreibt, ist man ein Gefäß und aus irgendeinem Grund werden einem Gedanken eingeflößt, Gefühle eingeflößt, Geschichten kommen von irgendwoher aus deinem Kopf. Und du schreibst sie einfach auf und nicht immer ist das, was du in einem Buch repräsentierst, auch deine eigene Meinung, deine eigene Erfahrung und den Schuh muss man sich halt eben einfach schlichtweg nicht anziehen. Darum geht es in diesem Buch auch, aber die Nicht-Identifikation beinhaltet natürlich noch vielerlei mehr Punkte, die man nicht außer Acht lassen sollte, aber zu denen möchte ich jetzt an dieser Stelle nichts sagen, denn ihr sollt dieses Buch ja auch noch lesen. Die vierte Dimension ist der Anfängergeist oder der Anfängerinnengeist, wer auf diese Gendersache Wert legt. Ich persönlich liebe es, das Kind in mir sprechen zu lassen, schreiben zu lassen, Dinge entdecken zu lassen und einfach Freude im Leben an Dingen zu finden. Ganz egal, wie oft ich die schon gesehen habe, jeden Tag aufs Neue begeistert mich etwas, was einfach immer um mich herum ist. Und wenn man das wahrnimmt, hat man, glaube ich, schon ganz, ganz viel für seine Achtsamkeit getan und für sein Leben auch, weil es einfach immer wieder positive Dinge gibt und oftmals als bemerkt man die gar nicht mehr, was ich sehr, sehr schade finde. Und im Anfängerinnengeist steckt natürlich das mit drin, aber natürlich auch der Punkt, um den es eigentlich geht, nämlich darum, dass man offen ist für alles Mögliche, offen ist für jede Erfahrung, offen ist für jede Begegnung, offen ist für Dinge, die man schon kennt. Vielleicht möchte oder darf man sie durch ein Buch, durch das, was man schreibt, durch eine neue Perspektive einfach mal aus einem anderen Blickwinkel sehen. Für mich ist das ein Geschenk. Ich finde es unglaublich toll, Dinge neu für mich zu entdecken, die ich eigentlich schon kenne und natürlich auch Dinge für mich zu entdecken, die ich noch nicht kenne. Das ist ganz klar. Das Thema Anfängergeist ist für mich eines meiner Liebsten in diesem Buch, wenn nicht das Liebste in der spirituellen Praxis und so weiter überhaupt, denn abgesehen von diesem Buch hier gibt es natürlich zu diesem Thema auch ganz andere Bücher oder ganz andere, ja, Überthematiken, die darüber sprechen. Also, aber in diesem Buch hier ist es auch ein Thema, was mich sehr freut, weil ich es sehr mag. Die fünfte und letzte Dimension, über die wir hier immer wieder stolpern, ist das Selbstmitgefühl. Und das ist natürlich im allgemeinen Leben sehr wichtig, aber auch im Schreiben sehr wichtig, denn oftmals kommt der innere Kritiker und oftmals will er einen wirklich zerstören. Aber das Selbstmitgefühl ist an dieser Stelle unglaublich wichtig, denn oftmals entmutigt man sich selbst und hört dann auf mit dem, was einem eigentlich Spaß macht und mit dem, was man eigentlich auch kann, aber man glaubt es sich einfach nicht. Und deswegen ist das Selbstmitgefühl wirklich das A und O. Und es ist natürlich auch sehr wichtig, um immer wieder neu anzufangen, sich immer wieder hinzusetzen und etwas fertigzustellen. Denn oftmals hat man einfach keine Kraft mehr und denkt sich, man schafft das nicht. Aber man schafft es. Man muss nur einfach vielleicht mal 5 Minuten spazieren gehen oder ein Nickerchen machen oder sonst irgendetwas. Also zu gucken, welche Bedürfnisse man hat und denen dann auch nachzugehen, um in seiner Schreibpraxis weiterhin voranzukommen, ist unglaublich wichtig. Und da bin ich auch sehr froh, dass das hier bis ins Unendliche thematisiert wird und in ganz, ganz vielen Facetten wieder auftaucht. Was ich auch ganz, ganz schön finde, sind, wie gesagt, manche Zitate in diesem Buch, manche Aufgaben in diesem Buch. Es gibt nämlich ganz, 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 ganz viele Schreibaufgaben, denen man sich widmen kann, Achtsamkeitsmeditationen, denen man sich widmen kann. Großartig, wirklich. Es gibt so viele Varianten von Dingen, die man hier ausprobieren kann für sich selbst und für das eigene Schreiben und für das eigene Seelenwohl. Und das finde ich großartig. Und deswegen möchte ich euch auf diese Punkte natürlich auch nochmal deutlich hinweisen, dass es die in diesem Buch gibt. Es gibt sie in diesem Buch, es gibt ganz, ganz viele davon und sie sind allesamt toll. Ich finde es auch schön, wie man hier während des Lesens dieses Buches einfach auch seinen Blickwinkel zu manchen Dingen, vor denen man sich vielleicht fürchtet, ein bisschen wandeln kann. Zum Beispiel das berüchtigte weiße leere Blatt, vor dem sich viele fürchten, oder die weiße Leinwand bei einem Künstler. Man kann das natürlich auch anderweitig interpretieren. Hier gibt es ein Zitat, dass die Angst vor dem weißen Blatt einfach ein bisschen wegwischt und das finde ich wunderschön, deswegen möchte ich es euch gerne vorlesen. Sie können sich Pausen auch als eine Art leeren Raum vorstellen, der im achtsamen Zustand kein Gefühl der Verlorenheit, keine Unruhe oder Desorientierung auslöst. Stattdessen empfinden wir große Freiheit, ihn schreiben zu gestalten und ihn mit unseren Ideen und Fantasien auszustatten. Achtsame Aufmerksamkeit auf die Qualität dieser Leere hilft auch ganz konkret gegen die sprichwörtliche Angst vor dem leeren weißen Blatt Papier. Wir sind stattdessen neugierig, was sich auf diesem Blatt zeigen wird, im Vertrauen darauf, dass dies zum passenden Zeitpunkt und auf die passende Art und Weise
geschehen wird. Und das finde ich ganz, ganz toll, weil es wirklich ganz, ganz viel zeigt, worauf es eigentlich ankommt. Nämlich aufs Ausprobieren, aufs Einfachmachen, auf sich selbst vertrauen, mit sich selbst mitfühlen und einfach mal loslegen. Und nicht darauf zu achten, dass was perfekt werden muss. Grundsätzlich habe ich an diesem Buch einfach so sehr geliebt, dass es einem so viele Wege aufzeigt, beim Schreiben wirklich entspannt zu sein, sich wirklich auf das zu fokussieren, was man tut und dieses Flow-Erlebnis einfach auch tatsächlich zu bekommen in einer wunderschönen Form, weil man eben einfach nicht darauf aus ist, dass alles bis zum letzten Punkt perfekt sein muss. Wenn man Romanschriftsteller ist, kann man alles nochmal überarbeiten. Aber hier in diesem Buch wird einem einfach gezeigt, wie schön es eigentlich ist, einfach mal loszulassen. Loszulassen, die Dinge fließen zu lassen, so wie sie fließen sollen. Und am Ende kann man dann immer noch gucken, was man da vielleicht noch verändern möchte. Aber der Prozess an sich sollte achtsam ablaufen, sollte mitfühlend ablaufen und sollte Spaß machen. Und das wird hier vermittelt. Und das finde ich ganz, ganz toll. Und das in Kombination mit beiden Themen, die ich sehr, sehr mag, nämlich Meditation und Achtsamkeit. Für mich auf jeden Fall ein Buch, das ich jedem da draußen empfehlen kann, der sich für eines dieser Dinge begeistern kann, sei es das Schreiben oder die Meditation oder die Achtsamkeit, völlig egal. Ich glaube, dass ganz viele Menschen sich hier etwas rausziehen können, denn wie gesagt, es geht nicht nur um das Romanschreiben, es geht ums Tagebuchschreiben oder einfach die Gefühle zu notieren oder ja, selbst wenn man nicht schreibt, sondern malt oder tanzt oder egal was man tut. Alles, was kreativ ist und was achtsam sein könnte, passt hier rein und man kann es darauf beziehen. Und deswegen glaube ich, dass das Buch nicht nur etwas für Schreibende ist, sondern für uns alle. Und das finde ich großartig. Ich möchte es euch also wirklich sehr, sehr gerne ans Herz legen. Ich danke dem Verlag, der es mir vor einigen Jahren zugestellt hat. Ich danke mir selber, dass ich es nochmal gekauft habe, nachdem ich dachte, ich brauche es nicht und habe es weggegeben. Es war ein großer Fehler gewesen, denn ich habe immer wieder gemerkt, dass dieses Buch in meinem Regal fehlt und deswegen durfte es jetzt noch einmal einziehen und deswegen kommt auch jetzt endlich ein Video dazu. Und ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Meine Lieben, ich möchte gar nicht viel mehr von diesem Buch hier erzählen. Ich möchte euch gar nicht viel mehr vorwegnehmen. Ich möchte euch einfach nur sagen, wie begeistert ich davon bin, wie schön es ist, mit diesem Buch zu arbeiten und immer wieder hinein zurückzukehren, weil es mir immer wieder ein Stück weit Motivation gibt, ein Stück weit Ruhe und Entspannung. Und es ist toll, das in dieser Mischung zu erleben, wenn Motivation und Leidenschaft sich mit Ruhe und Entspannung zusammentun. Das ist etwas Magisches und ich finde es so toll. Es ist toll, das zu erleben und ich möchte das natürlich sehr gerne mit euch teilen und ich möchte, dass ihr das auch erleben könnt. Deswegen schaut euch dieses Buch sehr gerne an, wenn ihr mögt und lasst mir auf jeden Fall gerne Feedback in den Kommentaren da. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit mit dem Buch, ohne das Buch. Das sei mal dahingestellt. Wenn ihr wollt, dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.